Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Vormittag. Heute ist der 1. April, ein Freitag und im Horoskop ein keltischer Saturntag, ein keltischer Samstag. Ja, ich habe jetzt lange überlegt, welchen 1. April-Scherz kann ich euch erzählen, aber so absurd es klingt, mir ist nichts eingefallen, weil du kennst das vielleicht von unserem Wernerle. Ja, also es gibt keinen Zaun, es gibt keinen Zaun. Ja, unser absolutes Genie. Und ich habe einen Freund gefragt, der war in der Kabarettszene tätig. Und der hat mir gesagt, hey Erst, wieso gibt es da kein Kabarett über Wernerle? Und hat er gesagt, du, das ist leider immer das Problem, wenn das Original zu gut ist. Ja, und der war wirklich spitze. Der Mann war vom Feinsten. Wir vermissen ihn auch. Wirklich furchtbar. Also es ist grauenhaft. Wie wir ohne Wernerle leben können, wir wissen es nicht. Ja, es ist ja kein Wunder, dass all das dem Bauch oben gegangen ist. Wir haben keinen Werner mehr. Aber er hat gesagt, es geht nicht. Unmöglich. Du kannst nicht lustiger als das Original sein. Und genauso ist es hier. Ich habe versucht, einen 1. April-Scherz zu erfinden, aber es wäre nur ein müdes Lächeln deinerseits wahrscheinlich das Resultat gewesen, weil die Realität überholt uns in Form einer Realsatire mit atemberaubender Geschwindigkeit, dass einem nur so die Ohren schlackern. Also deswegen bitte um Vergebung heute, dieses Jahr keinen 1. April-Scherz, denn die Realität ist schon sowas von absurd, die kann man nicht mehr toppen. Naja, dafür haben wir morgen einen keltischen Sonntag. Nach keltischen Samstag, Saturntag, kommt logischerweise der Sonntag und wir haben hier den Mond im Stier. Wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. Ja, er ist absurderweise, er ist im Stier in der Erhöhung und Spitze 8 des Haus, dort steht er, Mond im Skorpion, im Fall. Also das heißt, es ist die Achse 2-8 auf jeden Fall sehr stark angesprochen. Wir schauen uns das dann im zweiten oder dritten Teil an. Und ich würde sagen, ich mache ein bisschen schneller heute. Und zwar die Zahlen. Die Zahlenreihen habe ich jetzt auch Probleme bei der Wertung, welche Zahlenreihe stimmiger ist. Wir haben hier bei der neuen Zahlenreihe die 15 drinnen, die finde ich recht gut ist, und bei der alten Zahlenreihe hätten wir die 12, die auch ganz stimmig ist. Ich würde sagen, sie sind beide glücklich, ja, Glück auf, sie sind beide gleich auf, aber Glück auf ist auch gut, ja, das ist, er weist uns, das weist schon wieder in die Tiefe, in den Untergrund des 8. Hauses, in den Bereich des Bergbaus, wo wir ja wissen, dass viele Minen nichts anderes als Zugänge in die Unterwelt der Reptos sind, wie das ja auch ein Dr. Heinrich Kusch immer wieder in seinen großartigen Videos und Büchern erwähnt hat. Keine Ahnung, wie ich jetzt von den Zahlen in die Unterwelt komme, aber ich würde sagen, tauchen wir wieder an der Oberfläche auf. Und zwar nehmen wir aus alter Gewohnheit zunächst einmal die alte Reihenfolge. Also das heißt, morgen ist ein 2. April im falschen Kalender. Mir soll es recht sein. Morgen ist ein Samstag im falschen Kalender. Soll mir auch recht sein. Es ist ja alles wurscht. In dieser Matrix beruht ja alles auf Lüge, wie sollte dann Datum, Tageszahl, Tageswert und so weiter, wie sollte das zusammenpassen? Aber trotzdem, es sind immer wieder verblüffende Ereignisse oder Ergebnisse, je nachdem, wie man möchte. Wir haben auf jeden Fall die 2, die 6, die doppelte 8, die 10, die 12 und daraus resultierend die 3. Naja, die 2 sind in den letzten Tagen schon ein häufiger bekannter gewesen. Die 2 steht für Neptun, kosmisch Positives soll auf Erden wirken, eine starke Heilenergie. Ja, der Mond geht dann am 5. April in die Zwillinge über. Also wie gesagt, es ist eine Momentaufnahme, aber wie ich gesagt habe, in der nächsten Phase schaue ich, dass ich eben kürzere Horoskope, dass ich kürzere Horoskope dran nehme, denn so bekommen wir auch die Aktualität der Zeit, glaube ich, ganz gut herein. Ich hoffe, ich denke an die Sonne-Merkur-Konjunktion, die dann in der Nacht, glaube ich, um 1 Uhr irgendwas, am 3. April dann stattfindet. Also da könnte dann ein interessanter Paradigmenwechsel laufen oder Paradieschenwechsel, ganz wie du möchtest. An zweiter Stelle die 6. Die 6 steht für Mars und Druck der Hormone. Man setzt sich selber unter Druck, man ist unzufrieden und man soll eben lernen, die Liebe zu gehen, zu dienen lernen, also sozusagen die Begrenzungen des Herzens zu lösen. Die 8. Die 8 steht dann tatsächlich für die Venus. Und naja, die Venus hat natürlich schon auch mit diesem
Thema zu tun, denn Stier wird ja von der Venus regiert, also wäre da fast schon eine leichte Präferenz für die alte Zahlenreihe. Die 8 bedeutet Gerechtigkeit, es kommt das zurück, was man ausgesät hat, was man gesät hat, sollte man auch mit hoher Wahrscheinlichkeit ernten. Ja, ja, das sehen wir bei uns auch. Sehen und Säen hängt ja zusammen. Man hat 2015 eine wunderbare Saat ausgesät und die bricht jetzt allmählich durch. Also wir können uns vor Freude kaum noch einrenken. Du weißt ja, die Young Global, hätte mit I angefangen, ja, I und wäre mit Dio weitergegangen, aber das wollte ich ja nicht sagen, aber unsere jungen Globelle, die inszenieren schon einiges, ja, ja, die Inkompetenz wurde von der Leinen gelassen, also großartig, 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 aber wie gesagt, die Sektkorken, würde ich sagen, im Westen, ja, im fernen Westen, die werden ihnen jetzt selber ins Auge katapultieren oder fliegen, denn sie haben nur kurzfristig ein Glückserlebnis. Okay, gut, ja, sie haben Europa halt in den Abgrund getreten, aber die 8 bedeutet eben, man bekommt das zurück, was man ausgesendet hat, Selbstheilung, Gerechtigkeit. Wie gesagt, die Wurst ist rund, der Zwieback eckig, den einen geht's gut, den anderen dreckig. Gehen wir weiter zur 10, bevor es zu philosophisch wird. Die 10, das Rad des Schicksals, habe ich hier die Sonne genommen. Warum? Weil für mich ist das diese Saturn-Matrix, in welcher all diese Inszenierungen stattfinden, diese 3D-Spiele, ja, es ist ja nichts anderes. Wir sind höherdimensionale Wesen und wurden hier in diese begrenzte 3D-Welt hineingezwungen, beziehungsweise hat man uns dann am Verlassen selbiger gehindert. Vielleicht sind wir freiwillig hier hineingegangen, aber raus geht es halt hier sehr, sehr schwer. Ja, die 10, wofür steht die 10? Anfang und Ende, Alpha und Omega. Ja, immer wieder dasselbe Thema. Wenn du dich von der Materie lösen kannst, dann bist du frei. Naja, das in nördlichen Breitengraden ist vielleicht jetzt nicht die beste Philosophie und unter Signatur Mond im Stier würde ich sagen, ja, vergessen wir es, okay? Vergessen wir es. Das braucht man da gar nicht, da braucht man es gar nicht große Gedanken drüber machen. Der Mond im Stier legt keinen Wert darauf, sich von der Materie zu lösen. Ja, wie könnte er, ja, wenn es ihm so große Freude macht? Die 12, der Gehängte. Das Leben steht Kopf. Große Bürden und große Lasten warten auf uns. Der Weg ist steinig und schwer. Ja, ja, also hier, was kann man da raten? Genießen, oder? Genießen, annehmen der Situation. Und ich glaube auch, dass man, naja, das ist eine gute Frage, gell? Es geht halt hier eben darum, dass man eben auch wie bei so vielen Dingen die zunächst einmal annehmen soll. Es ist jetzt eine schwierige Phase des Übergangs, ja, es ist leider so. Und hier haben wir alle sozusagen unser, naja, Schicksal zu tragen und ja, die einen nehmen es an, die anderen jammern drüber, aber letztendlich müssen wir alle durch. Die drei steht dann für die Herrscherin und hier haben wir eine große Chance, die sich aus dem ergibt und interessanterweise die alte Zahlenreihe und die neuen Zahlenreihe enden beide mit der 3. Gut, ich habe gesagt, machen wir es kurz, weiter zum zweiten Teil, Ende.